Hallöchen Leute und willkommen zum neuen Jahr. Das ist die erste Folge Assassin's Creed Origins, die ich nun hier 2018 aufnehmen werde. Und ich bin voller Elan, nachdem ich von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr abends jetzt geschlafen habe. Und servus. Die Sprüche sind aber immer noch dieselben geblieben. Wir mögen unsere Kumpel und Kollegen hier alle. Und wir haben hier einen Tisch mit Informationen. Aha. Und die Quests können wir selbstverständlich annehmen. Ach, und sie ist irgendwo hier in der Nähe. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe ebenfalls, dass auch ihr gut ins Jahr gekommen seid. Und wie gesagt, der Abend, der war ziemlich lang. Man hat ein bisschen reingefeiert und ich sag mal so, von etwa 1 Uhr bis 6 Uhr etwa bestand der Abend oder der Morgen, also die Nacht und der Morgen aus Cards Against Humanity und Agent Undercover. Zwei Spielen, die man ziemlich, ziemlich gut spielen kann, wenn man mit ein paar Freunden abends irgendwo sitzt und sehr lustig. Hat auf jeden Fall sehr viel Laune gemacht und ihr könnt euch mal auch mal die Instagram-Story anschauen, wobei, wenn die Folge kommt, ist es wahrscheinlich schon zu spät, aber es war sehr, sehr lustig da. Ja, gehen wir zu dem Herrn hier auf dem Boot. Was will dieser Schiffer? Hallo. Bleib doch mal hier. Kumpel, ich kann hier nicht... Komm und setz dich zu mir. Ja, dann hör auf zu paddeln, ja. Bitte sehr. Hier. Würdest du mich vielleicht als Reisegefährten akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tutmosis der Furchtbare? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört? Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich. So viele Tote. Ich wurde angeheuert, die Bestien zu erschlagen. Doch jemand reizt sie, indem er Blut ins Wasser kippt. Und du willst meine Hilfe? Ja. Dir macht ein Krokodilbiss so viel aus wie anderen ein Bremsenstich. Töte die Krokodile beim Palast und mein halber Lohn gehört dir. Was sagst du, Medjay? Ich bin ein guter Krokodiletöter. Ach, ich wusste, auf dich ist Verlass. Medjay der Mächtige. Medjay der Majestätische. Medjay der... Vergiss es. Am Nordrand der Stadt gibt es eine verborgene Höhle. Triff mich dort heute Nacht. Moment. Krokodil reimt sich auf... Okay, so nett ich ihn finde. Ich glaube, wir sollten lieber absteigen und selbst weiter reisen. Statt dass wir uns von ihm weiter transportieren lassen. Ja, ich muss auch gerade sagen, ich habe mir auch gerade nochmal das Boot ja am Ende genauer angeschaut mit einer kleinen Kamerafahrt. Ich finde, das sieht echt geil aus. Also heutzutage bin ich immer wieder erstaunt, wie krass gut Texturen und so ein Lichtspiel auch sein kann, weil... das ist auch etwas, was bei Assassin's Creed zumindest hier in Origins und auch in Unity, was ja super unbeliebt ist unter Assassin's Creed Fans, glaube ich, aber auch da gab es einfach ein mega geiles da war einfach die Lichtgebung super gut und da muss ich echt sagen, krass. Oh Moment, sind das die Krokodile, die wir hier schon mal fertig gemacht hatten? Neck! Der Krokodilgott selbst würde weniger Unheil stiften. Sie sind viel reizbarer als sonst. Wow. Starke Leistung, Quake. Oh Mann! Wow, Double! Alter! Wow! Okay, das Jahr 2018 beginnt richtig gut. Und auch noch ein Flamingo haben die fertig gemacht. Eieiei. Zwei kommen noch auf uns zu. Da ist ja noch einer. Ich
Wow, da ist ja noch einer. Na bitte. So viele tote Krokodile sollten genug für Tutmosis sein. Viele Krokodile. Ah, oh nein, er färbt auf mich ab. Ja, viele Krokodile in einem Videospiel. Achtung. Reim ist immer super. So, und dann gucken wir mal, was er uns jetzt zu sagen hat. Mal schauen, ob er weiter reimend mit uns spricht. Oder vielleicht tut er dies ja auch nicht. Mir ist es erst spät aufgefallen, dass er überhaupt in Reimen spricht. Aber gut. Achso, Moment. Wie komme ich denn da jetzt hin? Nein. Nochmal runter. Das war zu weit, Bayek. Wow. Okay, geile Gegend. Muss man schon mal sagen. Okay, aber ich muss irgendwie unter das Gebiet. Wie komme ich da runter? Okay. Wow. Die Tageszeit stimmt nicht ganz, Matcher der Monstranz. Komm nachts wieder. Oder wir bleiben hier bis zur Nacht. Der Palast quillt über vor Sobeks Toten. Hast du gesehen? Im Becken menschliche Leichenteile als Krokodilköder eingesetzt. Oh, wie grauenhaft. Warum? Wer weiß, warum Übeltäter Übles tun. Ich kam gerade rechtzeitig, um zwei Leute Leichen auf Boote laden und wegreiten zu sehen. Ich setze diesem Treiben ein Ende. Natürlich wirst du. Und als dein treuer Gefährte schicke ich dich in die Richtung dieser Unruhestifter. Einer ging auf den Palast zu und der andere machte sich zum Mumifizierungstempel auf. Hier ist mein halber Lohn, wie versprochen. Ich treffe dich bei meinem Boot. Wow, 750 Goldmünzen. Du hast ein leichtes Leben, oder? Ziehst von Ort zu Ort, siehst die Welt. Okay, beides Orte, die wir zuletzt schon mal besucht hatten. Ihre Buenas sind... Sie wirft Leichenteile in den Fluss, um die Krokodile anzulocken. Okay, wie kommen wir am schnellsten voran? Vielleicht... Ja, okay, über die Dächer. Naja, funktioniert nicht so gut. Okay, wir kommen jetzt schon deutlich näher. Jetzt brennt das Boot. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Okay, jetzt können wir hier drauf.
Okay, das war Nummer 1. Ich frag mich, ob bei sowas nicht auch das Regime sich denkt. Ey, cooler Typ, ey. So, und jetzt ab zum Palast. Das war die Baut, die ich gerade sehr, sehr geil fand. War ein sehr schönes Gebäude. Auch hier überall. Ah, okay. Ja, Blut im Wasser, aber wir wissen auch warum. Wir sind wieder hier. Hauptmann. Nicht du schon wieder. Doch, doch, ich schon wieder. Ich habe was zu erledigen. Euch lasse ich in Ruhe. Heute mal. Einer der Schurken, die die Krokodile so aggressiv machen. Was hat das für einen Sinn, weißt du? Krokodile aggressiv machen und dann Leichenteile reinwerfen, so. Ah ja. Weißt du, was hast du davon? Wäre das nicht so was Hartes, könnte das auch gleich eine Folge Malcolm mittendrin sein. Gib den Weg frei! Gib mir aus dem Weg! Bei Rieseiern, weg da! Okay, ich warte hier nochmal. Nicht auf ein brennendes Boot steigen, das ist keine gute Idee. Dies ist ein Dienstvertrag über die Dienste von Chuyu und Tianefa, auch bekannt als die Zwillinge. Die Zwillinge erklären sich bereit, Tod und Chaos im Umfeld des Aprius-Palastes zu verbreiten. Dazu werden sie alle verfügbaren Mittel ausschöpfen und stillschweigen über diese Mittel wahren. Da fehlt ein Buchstabe. Die Bezahlung in Höhe von 57.000 Silberdrachmen wird von der Echse bereitgestellt. Die Hälfte im Voraus. Okay, damit erklärt sich ja einiges. Sobeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. Ja, ich meine, ist auch eigentlich nicht so geil, ne? Blut im Wasser. Also Blut allgemein irgendwo. Ich hab's nicht so gerne, muss ich ehrlich zugeben. Also ich kann auch Blut überhaupt nicht sehen. Moment, hatten wir hier. Ich hatte hier noch eine Mission, bevor ich die Folge begonnen habe. Ha, komisch. Gut, aber hier haben wir noch eine Krypta. Da können wir nochmal schauen, was für einen Schatz wir da finden. Irgendwelche Materialien sollten ja mindestens mal drin sein. Gib den Weg frei. Gib den Weg frei. Ja, ich hab's predicted, dass die das sagen werden. Oh Gott, ich bin noch viel zu weit entfernt. Moment. Ich muss ein bisschen näher hier rankommen. Okay. Ich dachte, ich sehe dich nicht wieder. Du wirkst wie ein Streuner. Danke. Sehr nett. Oh.
So, hier runter. Okay, wie komme ich hier rein? Hier sollte ich vorsichtig sein. Oh, ja, okay, gut, also... Schon wieder ein Sperrgebiet. Warum bist du? Oh nein, ich wollte in den versteckten Bereich gehen. Ich wollte ins Gebüsch. Wie komme ich hier zum Schatz? Jawohl, hat auch jemand schon kommentiert, passend zum Jahr, ein Bogen, der 2018 Schaden macht. Oh Mann. Tut mir leid, Kumpel, dich wird man nicht so leicht hier finden. Okay, noch ein bisschen tiefer gehen. Mal schauen, ob wir in diesen unterirdischen Durchgang kommen und was sich da denn großartig uns zeigen wird. Okay, das sieht deutlich besser aus. Die eine Mission von vorhin mit 750 Goldmünzen, das war schon ordentlich. Moment. Oder nee, Zeno mal rufen. Bin ich nah dran, Zeno? Was sagst du? Achso, ja gut, beim Tempel, da sind sehr viele Leute, aber irgendwo hier muss ein Schatz sein. Was meinst du, Kumpel? Ich kann auch mal... Steuerkreuz nach oben gedrückt halten. Ah, sehr schön. Wow, hier ist ja noch einiges. Oh oh. Wow. Oh mein Gott! Richtige Schlangengrube. Nein, 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 nein! Nein! Oh Gott! Oh Mann, da fange ich an zu brennen. Wie doof ist das denn? Oh, wie blöd war das denn? Ah, ich hätte auch Feuer... Na, stimmt, ich muss gar nicht in den Nahkampf gehen. Ich kann auch da Feuerbomben schmeißen. Ah, das war sehr unklug, wie ich da vorgegangen bin. Wow, wo wurde ich denn hier zurückgesetzt?
Senu, wo muss ich nochmal hin? Hier war doch irgendwo ein Sperrgebiet und... irgendwo noch ein Durchgang. Ach so, den Schatz habe ich trotzdem geplündert. Ja, okay, gut. Dann... Ja, haben wir es irgendwie doch geschafft. Tja, so war der Plan. Eigentlich nicht ganz, aber hey. Weil es keinem verratet, wird es niemand merken. Sehr gut. Wenn man etwas nicht sagt, dann weiß es niemand. Sein, er kommt von selbst drauf. So. Ich hoffe, dass hier keine Krokodile jetzt sind. Wäre ein bisschen ungeil. Ja, wunderbar. Komm entspannt durch die Stadt. Bald können wir den Speer auch nutzen. Wobei, dieser eine Speer von dem Fremden, war das seiner oder war das der vom Eisernen Widder? Der drittelt ja auch das Leben, was ja echt nicht so schön ist. Ist das ein Sperrgebiet? Wenn ja, dann zeigt sowas doch ganz klar auf, Leute. Dieb! Ein Dieb! Wo? Warte mal ganz kurz. So, ich gucke jetzt in diese Richtung hier. Und das ist ein Sperrgebiet. Wird mir das angezeigt? Nein! Fang diesen kleinen Tun nicht gut ein! Schnell! Jeder arme Bauer hier meint, ihm stünde etwas umsonst zu. Und auch jetzt hat niemand etwas dagegen, dass ich hier lang gehe. Warum war der Typ denn so alarmiert? Hä? Okay, gut, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber gut, nehmen wir die Nebenquest hier an. Achso, Moment. Die Quest hat schon begonnen. Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen. Einfach mit Pfeil und Bogen abschießen? Nee, Quatsch, geht nicht bei Kindern. Ein Magi sollte aber schneller sein. Wie kann ein so kleines Kind so schnell rennen? Schlag ihnen die Zähne aus! Oh, mieser Rotzlöffel, ey. Du hast es geschafft! Ich wusste es! Was? Moment, okay. Jetzt bin ich interessiert. Hast du mich hierher gebracht, um diese Banditen loszuwerden? Klar doch. Ich bin schrecklich schlau. Das sagen alle. Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten. Und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Wie heißt deine Schwester? Kavit. Und ich Ifri. Wenn du sie findest, sag ihr, dass ich sauer bin. Na okay. Dann habe ich mich doch ein bisschen getäuscht in den Kleinen. Ja, aber grundsätzlich, guter Junge. Gar nicht mal so blöd, aber trotzdem. Das Klauen sollte er weiterhin unterlassen. Im Weiteren. Okay, Untersuchungsgebiet. Dieses Schiff segelt so schnell nicht los. So, und jetzt schauen wir mal, warum. Das ist der Mast des verbrannten Schiffs. Ein buntes Segel. Ungewöhnlich. Ein Ölhändler. Sie hatten die Kinder eingesperrt. Ein Ölhändler. Hat er Kavit gesehen? Ah, das Schiff war im Trockendock, als es Feuer fing. Ölspuren.
Okay, dann auf jeden Fall zum Ölhändler jetzt. Bei dem Feuer war bestimmt sogar Reh neidisch. Ja, es heißt, das Schiff hätte gestern im Hafen Feuer gefangen. Weißt du, was los war? Nein, ich soll's nur wieder herrichten. Okay, das war jetzt nicht unbedingt hilfreich. Ach, da hinten ist noch was. Ach, hallo, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Wer meine Töpfe zertrümmert, den zertrümmere ich. Bleib bloß weg, oder ich schlag dir die Zähne aus. Ganz ruhig. Hast du gestern ein junges Mädchen bei der Werft gesehen? Ich sehe sehr viele Mädchen. Meistens lohnt sich kein zweiter Blick. Sie würden wohl dasselbe von dir sagen. Falls du von mir Informationen willst, hat sich der Preis damit verdreifacht. Lieber werfe ich meinen Geldbeutel in den Fluss. Man muss ihn anders zum Reden bringen können. So, mein Lieber. Was sagst du jetzt? Ich erzähl dir ja von dem Mädchen, aber mach bloß nichts mehr kaputt! Okay, dafür ist es ein bisschen zu spät. Bei den Gliedern des Osiris, du bist grausam! Was war mit dem Mädchen? Bei meinem zweiten Blick hat sie gerade meinen größten Krug mit Öl gestohlen. Sie verschwand damit geschwind wie ein Dämon. Bei meiner Rückkehr zerschlugen einige Rüpel gerade meine Ware. Möge euer ganzer Haufen doch einfach im Nil versinken. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Kavit stahl diesem blöden Händler einen Krug Öl und versteckte sich bis abends. Im Schutz der Nacht verteilte sie das Öl auf dem Schiff und zündete es an. Das Feuer erfasste das ganze Schiff. Während das Schiff brannte, befreite Kavit die gefangenen Kinder im Hafen, aber die Banditen haben sie wohl erwischt. Wem auch immer das Schiff gehört, war für die Entführungen verantwortlich. Also ich muss ja sagen, ich habe mich ja schon hin und wieder mal darüber beklagt, dass es so viele Nebenquests gibt und dass sie grundsätzlich inhaltslos seien. Manchmal erzählen sie aber doch eine sehr interessante Sache, eine sehr interessante Geschichte. So auch in diesem Fall. Und die Präsentation war auch sehr schön. Also, bei der Kritik, die ich hin und wieder anführe, das ist auf jeden Fall mal ein positiver Punkt, den ich jetzt hervorheben will. Ein verstecktes Kind. Und da ist das bunte Segel. Vor allem wird damit auch so ein bisschen was angesprochen, was durchaus... Ja, die Banditen, ich sag mal, suchen nach dem Kind. Ich sag mal, ein sehr heikles Thema ist, nämlich... Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Irgendein Hinweis? Hey. Nichts. Okay. Gibt's auch noch einen Hauptmann. Hier hat sicher die kleine Hexe befreit, die das Schiff angezündet hat. Der Meister ist noch nichts. Sollen wir ein Feuer legen? Oh Leute, ich kann gern gleich ein Feuer legen. Sie sind Kinder. Bastard! Du entkommst uns! Da bist du ja! Ich will gar nicht entkommen, Kumpel. Wie kannst du nur damit auf mich zielen? Ganz einfach, eigentlich nur rechten Stick reindrücken und das war's. Stirb, du Saufgepaart! Hier gibt's Ärger! Komm her, Kumpel! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Ich muss mit dem Kind reden. So,
So, aber erstmal holen wir uns gleich den Schatz. Das Wichtigste zuerst. Das Gute ist, bei sowas auch mal direkt einen Ort beendet. So, ganz kurz, bevor wir mit dem Kind reden, ich möchte nochmal die Ausrüstung zerlegen, die wir nicht benötigen werden. Hieß es nicht, wir hätten 3 Neubögen? Okay. Whatever. Und 2 Kupferschwerter haben wir hier, sowie ein Zepter. So, alles zerlegt. Wir können aber nichts herstellen. Noch nicht. So, und jetzt reden wir mit dem kleinen... Dein Bruder schickt mich. Wo ist Kavit? Sie und die anderen wurden in ein Haus in der Stadt gebracht. Es gehört einer reichen Frau namens Gaia. Es ist beim Hathor-Tempel. Wirst du meine Familie retten? Bei der Göttermutter. Ja. Okay, das war ein bisschen blöd. Da hätte ich deutlich besser an die Flamingos rangehen können. Ah, und Zeno beschafft uns 3 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ach, schon lang nichts mehr gejagt. Wow, was ist denn mit dem Reh hier los? Okay. Was? Wo bist du? Wo? Ist hier noch einer? Nee, okay. So, hoch müssen wir nicht. Wir können trotzdem mal ganz kurz hochgehen. Was fehlt dir in deiner Familie am meisten? Auf jeden Fall Mutters Kochkunst. Sie macht ein köstliches Senfhuhn. Warum bin ich nur von zu Hause fort? Ich weiß, warum ich fort bin. Schlimm, was sie jetzt von mir halten würde. Stirb endlich! Okay, wir müssen weiter runter. Den Zellenschlüssel nicht. Dann hol ihn dir einfach von einem dieser ochsendummen Banditen. Hol dir den Schlüssel.
Ach so, von jemandem, der schon fertig ist. Das muss Kavits Zellenschlüssel sein. Sehr schön. So, es könnte aber noch ein kleiner Kampf folgen. Lebe ewig. Schickt Neff dich? Nein, der junge Ifri. Wo ist er? Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Matt hier heim. Los. Hey, warum gehst du nicht mit ihnen? Ich spüre die Schlampe auf, die meiner Familie das angetan hat. Wenn du mir dabei helfen willst, triff mich beim Haus von Neff. Okay, alles klar. Klingt, als hätten wir noch einen weiteren Nebenquest jetzt bekommen. Und es gibt nicht nur die, sondern auch einen Stufenaufstieg. Wir sind auf Stufe 28, das heißt, wir könnten jetzt hier die Hauptquest weitertreiben. Und ich würde sagen, wir werden beim nächsten Mal vielleicht nochmal ein Ründchen in Memphis hier rumwandern. Es gibt noch ein bisschen was hier zu erledigen. Mortem Romanum. Okay, das ist eine Nebenquest der Stufe 30. Dann gehen wir vielleicht doch nicht wieder nach Memphis. Erstes Blut wäre eine Quest hier mit einer Pyramide. Hier haben wir nochmal einen Ausschaupunkt. Genau wie hier. Und das Per-Ur-Versteck, das könnten wir uns ebenfalls nochmal anschauen. Genau wie die Rebellenallianz Riten für Anubis. Das sind halt jetzt... Ah, stimmt. Also, wenn man ein paar Ortschaften entdeckt, da kann man auch später schnell hinreisen. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt immer nur auf die, ich sag mal, Ausschaupunkte gehen, sondern man kann auch hier und da eine Ortschaft finden und dann darüber schnell reisen. Fluch der Hathor, das ist auf jeden Fall auch noch einer, den wir uns vornehmen werden, früher oder später. Wen haben wir hier oben? Halbes Horn, okay, da sollten wir ein bisschen später erstmal hinkommen. Ja, es ist im Moment vielleicht nicht so schlau, dem zu begegnen. Aber wir hätten auch hier noch eine Nebenquest. Mord im Tempel. Und hier ist noch einer. Res Gnade. Ja, wenn wir Stufe 30 hätten, wäre das natürlich hervorragend, dass wir den auch direkt fertig machen können. Sobex Gold sowie gefälschtes Siva. Das könnten wir auch erledigen. Der Altmeister wird ein bisschen von der Berg überwacht. Und hier haben wir noch zwei weitere Sperrgebiete. Ein kleineres und ein etwas größeres. Und die könnte man selbstverständlich ebenfalls nochmal in Angriff nehmen. Aber ich glaube, hier in etwa ist auch tatsächlich das... Moment, ich gehe mal auf die Quest. Der Rachen des Krokodils. Hier ist dann auch die Hauptquest etwa. Ah, okay, hier. Also tatsächlich hier in der Nähe. Oh Gott, aber da muss ich ja hier in die Nähe von der Berg... Ja gut, dann hoffe ich einfach irgendwie, dass wir der Berg nicht begegnen. Und wir werden uns vielleicht einfach beim nächsten Mal in diesem Gebiet nochmal aufhalten. In Euhemeria. Danach werden wir mit der Hauptquest auch weitermachen. Aber ich denke, das ein oder andere zusätzliche Level-Up kann auch nicht schaden für die Story. Also danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Origins wieder. Macht's gut!